Das Besondere an unserer Forschung ist, dass wir den stofflichen Bedarf der Zukunft aus nachwachsenden Rohstoffen sichern, die aber so gewählt sind, dass sie keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion darstellen. Daraus entwickeln wir Verfahren zur Herstellung von Chemikalien, die wir dann weiter in Folgeprodukte umwandeln, und zwar in Grundstoffen oder in Treibstoffkomponenten oder auch in Farben und Lacke. Im Wesentlichen geht es in dem Sonderforschungsbereich Sustainable Manufacturing darum, dass ja auf der Welt mehr als 7 Milliarden Menschen leben, von denen nur weniger als 1 Milliarde Menschen der frühindustrialisierten Welt angehören. Wenn die anderen 6 Milliarden Menschen die gleichen Technologien nutzen, die die frühindustrialisierte Welt nutzt, dann übersteigt das das ökonomisch, ökologische und soziale Maß bei weitem. Und das ist genau die Herausforderung, der wir uns stellen wollen, indem wir einfach innovative Produkte, ressourcenschonende Technologien, Service-Systeme entwickeln, um eben diesem Nachhaltigkeitsgedanken gerecht zu werden. Wir beschäftigen uns mit dem Thema urbane Landwirtschaft. Wir haben ein System, das nennt sich Aquaponics. Das ist die Kombination aus Hydroponik und Aquakultur, also Fischaufzucht in einer Kreislaufanlage und Gemüseanbau im Wasser. Das ist sehr ressourcenschonend, und wenn man das Ganze im urbanen Raum macht, hat das viele Vorteile. Man spart sozusagen an den Transportwegen, hat weniger CO2-Emissionen, die Kühlketten sind reduziert und man hat super leckere und super frische Produkte. Die besondere Idee der gläsernen Waschmaschine ist einerseits, dass man die Wäschebewegung sichtbar machen kann, also mit Kameras das aufnehmen kann, und andererseits als Sinnbild dafür, dass der Wäscheprozess verstanden wird und durch Simulationen sichtbar gemacht wird. Heute stellen wir ein Projekt vor, das wir zusammen mit der Firma Dr. Riedel hier in Berlin gemacht haben. Und da geht es darum, so einen kleinen Rechner, ein kleines Wall-Mounted Display mit Software auszustatten. Das Ziel des Produktes ist dabei, zu ermöglichen, den Heizungsbedarf eines Haushaltes zu senken und den Strombedarf so zu verlagern, dass der Nutzer seine Energiekosten insgesamt senken kann. Die Software darauf erkennt dabei Muster für die Nutzung der Wohnung und kann dementsprechend dann so eine automatische Optimierung der Heizkurven veranlassen. Enerkite entwickelt die Technologie der Flugwindenergieanlagen. Die nutzen die Winde in großen Höhen. Beim Spielen mit Drachen am Strand merkt man einmal diese enorme Kraft, die ein Flügel hat, wenn er quer zum Wind fliegt, mit relativ wenig Material. Und jetzt ging es eigentlich bei der Anlage nur darum, dieses Prinzip auf eine Energieerzeugungsanlage zu übersetzen. Und das geht über ein zyklisches System, wo der Flügel einen Generator antreibt, rausfährt, der Flügel wieder anstellt, mit wenig Kraft zurückfliegt in kurzer Zeit, und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Und so kann man also diese große Kraft des Windes in großen Höhen am Boden in elektrischen Strom umwandeln. German E-Cars hat sich auf die Fahne geschrieben, mit seinen drei Modellen Stromos, Cetos und Plantos einen Beitrag für das intermodale zukünftige Verkehrskonzept bereitzustellen. Hier in diesem Fahrzeug kann man 120 Kilometer weit reisen, kann es innerhalb von 2,5 Stunden schnell wieder laden und so für den urbanen und suburbanen Bereich einfach die individuelle Mobilität ermöglichen. Das Gesamtziel des Projektes B-Mobility besteht darin, eine Stadt der Zukunft zu entwickeln, die Mobilität aus einer Hand anbietet, und zwar nicht auf Basis des Privatautos, sondern ein öffentliches Verkehrssystem, das die Flexibilität erlaubt, die Sie heute schon mit dem eigenen Privatfahrzeug haben. Das erste Fahrzeug, was wir für die Anwendung mit Greentex entwickelt haben, ist das Kicktrike. Das Kicktrike ist ein Fahrzeug, mit dem man sich selbst und eine kleine Last in der Stadt transportieren kann, und es dient als Autoersatz für kurze Strecken. Man kann mit dem Akku in der Wohnung Strom speichern und dann die Akkus einzeln oder auch im Cluster aus dieser Ladestation heraus entnehmen und dort in Fahrzeugen für die Mobilität nutzen.